Okay, dann müsste ich jetzt mal erstmal zur Stelle wieder zurück, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Stase ist voll, okay. Und da sind wir wieder bei der Lasershow. Wo wir das letzte Mal aufgehört haben bei unserem Let's Play zu Dead Space 1. Aber mal schauen, Moment. Das kriege ich so mit. Da ist glaube ich auch noch was. Okay, gut, 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 gut. Muss ich mal nochmal genau gucken. Okay, jetzt. Jetzt kann man hier rüber. Und von hier sollte er mich auch nicht mehr treffen können. Genau. Der ist relativ sicher zu holen. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, warte, komm. So, darauf habe ich jetzt gewartet. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt laufe ich... Oh, das Scheiße. Das ist keine gute Idee. Oh. Na, ich habe nur Probleme hier. So, den muss ich auch noch. Meine Fresse hier. Da, noch. Meine. Grundgütiger. Das war alles jetzt mehr als schlecht, würde ich mal sagen, gemacht. Dafür haben sie jetzt die hoffentlich jetzt hinter uns. Ich glaube, es soll es auch gewesen sein. Ja, es war auch für, das soll es auch gewesen sein für diesen Teil. Nee, kleiner Scherz. Das war es natürlich nicht. Problem ist jetzt natürlich, ich habe jetzt meine ganze Stase verbraucht. Aufladen ist, glaube ich, auch sehr schwierig. Also ich könnte versuchen, durchzulaufen. Mach ich mal. Ich bin einfach mal so krass und versuch's mal. Es könnte klappen. Oh je. Notiz fürs nächste Mal. Das klappt nicht. Oh Mann, jetzt bin ich wieder unten. Dort habe ich jetzt auch das letzte Mal abgespeichert. Das habt ihr nicht gesehen. Jetzt muss ich das gesamte Fahrstuhlfahrt wieder hochfahren. Nur weil ich dachte, hey, ich kann da durchlaufen. Hey, ich war ein Volltrottel. Das konnte man jetzt live sehen. Ja, jetzt warten wir hier mal auf den Lastenaufzug. Er kann ganz schön viel tragen, glaube ich. Steht irgendwas von über 2 Tonnen. 2000 Tonnen wäre überirdisch viel. Warte mal, was habe ich eigentlich drin? Weil eben stand schon wieder, dass ich zu viel habe. Naja, es war aber auch nach dem großen, dicken Kampf. Okay, wir merken uns jedenfalls, ohne Stase kommen wir nicht durch. Ist übrigens auch ziemlich witzig, der Herr hier, manchmal liegt er da drauf, manchmal liegt er daneben. Also immer wie er es gerne hat, haben möchte. Und fast hätte ich schon den nächsten Fehler begangen. Gut. Jetzt sind wir hier vorbei. Nicht schon wieder durchlaufen. So. Das ist jetzt knapp. Das ist jetzt knapper. Lass mich vorbei. Ah. Oh. Mache ich auch so. Ich glaube, das war's hoffentlich. Das war. Haben wir da ohne Probleme hingekriegt, würde ich mal sagen. Guten Tag. Oh, Inventar ist wieder voll.
Ja, laden wir hier noch ein bisschen was ab. Ich bin ganz in Nähe vom nächsten Shop. Was ist das denn hier? Das könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Genug Stase habe ich. Ich laufe jetzt zurück und lade die und tanke wieder Stase voll. Weil das kann ich wirklich gebrauchen gleich. Und jetzt laufen wir wieder lang. Oh, das habe ich noch gar nicht aufgemacht. Das kann mir jetzt eventuell gleich das Leben retten. Es gibt nämlich eine kleine Party. Und ich würde nicht gerade sagen, dass die Party ein bisschen fair für mich ist. So, jetzt warte ich erstmal noch. Und wir laufen vorbei. Habe ich hier eigentlich noch was? Ey. Habe ich noch was vergessen? Gut. Hier ist mein Müllplatz. Kann ich noch was? Das war Verschwendung. Ich wollte es eigentlich entfernen. Jetzt könnte man sich auch fragen, warum bin ich eigentlich zurückgegangen, wenn ich das sowieso benutzt habe? Gute Frage. Okay. Was? Du lebst immer noch? Was zum... Das habe ich noch nie gesehen. Meine Güte, dass da... Dass hier die Kleinen rauskommen, das habe ich echt noch nie gesehen. Oi, 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 oi. Jetzt geht's ab hier. Oh, der hat mich, glaube ich. Oh, ich glaube, diese Todesanimation kenne ich noch gar nicht, aber die ist auch... Ja, die ist auch nicht so interessant. Mann, die sehen hässlich aus. Ey, jetzt mal ernsthaft. Kamen die beiden aus dem Bauch von dem Schwangeren raus? So. Komm her, komm her, komm her. So, mal sehen. Ich glaube, ich muss... Oje! Oh, verdammt! Das ist jetzt ziemlich hart für mich hier. Da bin ich schon zweimal gestorben. So, jetzt mache ich erstmal dich fertig hier. Gut, der nächste bitte. Hallo? Komm schon. Stirb, du Saftnudel. Jetzt bin ich ein bisschen angereizt. Komm schon. Oh Gott. Ich glaube, da ist gerade einer aus dem... Okay. Ah, oh, da habe ich gerade einen Exploder gehört. Da habe ich noch was Schlimmes gehört. Komm, jetzt mach mal was.
Jetzt sind schon drei hier. Meine Fresse. Okay, der eine klebt auf der Decke. Ich darf den bloß nicht... Oh, 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 oh. Wo bist du? Lebst du noch? Volltreffer. Jetzt müssen wir uns um die kleinen Babys noch kümmern. Und um den Liefer da hinten. Ja. Ach du Scheiße. Das war jetzt aber schweineknapp. Lockdown aufgehoben. Also ganz ernsthaft, nur mit dem Plasma-Cutter, erster Anzug. Ja, das war schon ein kleiner, harter Kampf. Ich glaube, ich würde euch das nicht empfehlen, wenn ihr nicht ein bisschen gut in dem Spiel seid. Jetzt muss ich erstmal alles hier einsammeln, aufsammeln und auch gar nicht und ja nicht hier reinlaufen. Das ist wahrscheinlich meine größte Befürchtung, dass ich das hinkriege. So, jetzt werden erstmal. Hier war ein Anzug? Ernsthaft? Ach nee, ich glaube, weil ich den Anzug nicht genommen habe. Dann ist, glaube ich, jetzt der automatisch gekommen, weil in der Regel auch, wenn man die Dinge nicht mitnimmt, diese Schema, dann bekommt man die irgendwann. Okay. Ich lasse es erstmal auch in den Safe rein. Ich habe ganz schön viel Starsee noch. Okay, jetzt muss ich aufpassen, alles einsammeln und aufpassen, dass ich nicht in diesen komischen Feldern reinlaufe. War ja noch was? Nein. Hier ist noch einer. Hier ist nämlich auch irgendwo, Nanu. Irgendwo in einem dieser Schächte ist hier nämlich auch ein dickes Medikit drin. Ah, aber welcher war es denn? Oder gibt es den gar nicht? Nightmare? Möglich mal nicht. Doch, hier ist er. Okay. Und weiter einsammeln. Ich glaube, hier war gar nichts. Nö. Ah, da ist noch was. Ja, Einsammelspaß hier. Und immer schön aufpassen, dass man nicht in diesen komischen... Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Fehlerhafte Gravitationsplatten oder sowas ähnliches, glaube ich. Was habe ich denn da ausgelöst? Warte mal. Hä? Also, durch mein Laufen habe ich doch irgendwas ausgelöst. Das war das erste Mal, als ich es gehört habe. Nee, ich dachte vielleicht. Ist da ja was drin, aber anscheinend nicht. Warte. Hier war auch nichts mehr, oder? Na, zumindest kann ich es nicht aufnehmen. Was ist das hier? Ein Textblock. Okay. Befehle, Verschlusssache, Priorität, schwarz. Von Chief of Staff Earth Defense an Commander Cadigan F. Operation White Light. Schauplatz Aegis System. Planet wird nachgereicht. Ziel Säuberung. CEC-Schiff USG Shimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen einen Marker 3A geborgen haben. Special Ops hat System bestätigt, konnte aber keine Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödliche Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie den Schockantrieb zum
Aegis-System ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Aha. Die haben nur darauf gewartet, dass wir also irgendwas senden, damit sie kommen. Hm? Aber das kenne ich doch alles schon. Das habe ich schon mal durchgespielt. Warte, wie viel habe ich jetzt in meinem Inventar? Ah. Hätte ich noch einiges abladen können, bevor ich jetzt hier zurückgehe. Naja, das, genau deswegen nämlich. Immer schön aufpassen, dass ich da nicht reinlaufe. In diesen... Ja, die Dinger, an denen ich... Der Name, ich mich nie dran erinnern kann. Ich glaube, das ist ja auch der letzte Level, in dem diese Dinger vorkommen, oder? Noch ein Schema? Jedenfalls können wir die verkaufen, die sind halt... Ja, nicht wirklich für uns geeignet. Oi, oi, ich muss gerade denken an den allerletzten Level. Wenn ich jetzt hier schon einen üblen Kampf hatte, wie wird es dann erst später werden, wenn Horden auf mich zukommen? Oi, 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 oi. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. So. Warten, wie machen wir das jetzt am besten? Also ich würde mal sagen, es war ein schwerer Kampf. Und wir machen jetzt einfach mal Schluss für diese Folge, für die Aufnahme. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ihr könnt jetzt was anderes machen, was auch immer. Ich werde jetzt erstmal zurücklaufen. Die ganzen Objekte, die ich dann in diesem Schießstand, bei dem Schießstand abgelassen habe, werde ich jetzt hier rüberholen und sie dann verkaufen. Ja, und wie gesagt... Das mache ich jetzt noch, aber ihr könnt schon mal wegschalten, umschalten, was anderes gucken, was anderes tun, rausgehen, wenn die Sonne scheint, die Sonne genießen, zu irgendeinem Shop gehen, einen Plasma-Cutter kaufen, Medipacks kaufen, eine Laserkanone kaufen, was ihr halt wollt. Ihr müsst das nicht gucken. Hier passiert wirklich nichts mehr. Ernsthaft. Das war alles. Ich laufe nur noch hier rum. Glaubt ihr mir nicht? Da ist nichts mehr. Jetzt laufe ich gleich hier rein. Da ist nichts mehr. Ernsthaft. Guck mal, hier ist der Laserding. Keine Angst. Ich werde nicht da durchlaufen. Ich habe meine Lektion gelernt. Aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem noch geht. Ja, ich nehme jetzt schon mal die Stase mit. Gut. Hier haben wir die ganzen Sachen gelassen. Ah, jetzt vorsichtig, damit ich da nicht nur reinlaufe. Ah, das war alles. Okay, jetzt können wir das wieder. Oh, rübergehen. Stase, bin ich voll, ne? Moment. Ja. Das heißt, das geht. Da können wir auch durch. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, warum ich immer links lang laufe. Ist halt so. War da was? Nee. Ich dachte, ich hätte gerade dieses komische Signal gehört, was immer ertönt, wenn irgend Munition oder irgendwelchen anderen Goodies in der Nähe liegen. Aber es ist nicht so. Aber wie gesagt, für alle, die jetzt immer noch zuschauen, da, wie gesagt, hier ist nichts mehr. Hier passiert nichts mehr. Ich werde auch keine blöden Sachen machen. Oder ich versuche, keine blöden Sachen zu machen. So, alles verkaufen. Ah, das lassen wir, das können wir weg. Weg, weg, weg. Ah, meine Güte. Ich habe so viele Medipacks, die ich theoretisch verkaufen kann, aber... ja. Ich meine, Geld habe ich genug, ne? Also... Wie viele liegen hier eigentlich noch Plasma-Energie?
Ich kaufe mal noch ein paar. Einfach, weil ich hier gerade mal in dem Shop bin. Jetzt muss man genau gucken, was das jetzt war. Nicht, dass ich die falschen kaufe. Da, Plasma-Energie. Warte. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Komm, machen wir bis 300.000. Nein, können wir noch. Okay, dann mal schauen. Ja. Das sollte reichen. Aufgetankt sind wir auch alles. Und wie ihr gesehen habt, ist nichts mehr passiert. Schade, hä? Aber trotzdem danke für all diejenigen, die es bis hierhin durchgehalten haben. Geil.